Ain't seen you here before. If I haven't seen you, neither is Isaac. So that's your next stop. Ach, verflucht, ich habe vergessen, Nein zu warnen. Wollte ich gerade hin, richtet ihr auch Partys aus? Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Diese Stadt liebt mich ja schon. Gehe ich nochmal nach Downtown zurück? Werde ich mit Nines? Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ob ich da was machen kann. Boah. Vielleicht kann aber auch schon Isaac mit Nines reden. Ich meine, der ist ja auch ein Narch. Interessant, Hollywood. Habe ich mir größer vorgestellt. Und was stehst du in der einsamen Gasse hier rum, hm? Wird sicher noch herauskommen. Also für Hollywood ist das wirklich klein im Gegensatz zu Downtown. Das ist das Restaurant. China? Oh ja. Chinesischen Vampir. Werden ja wahrscheinlich auch sein. Ich sollte doch in den Juwelierladen. Hallo, Isaac. Wir spielen jetzt hoffentlich nicht The Binding of Isaac. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Ihr Bote spielte mit mir Flaschen drehen, bis ich in ihre Richtung zeigte. Was? Very courteous of you to stop by. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose. Okay, dieser Zweck scheint dem Mansing in ihrem Büro ein Geheimnis zu sein. Ich hoffe, er versteht, dass ich damit mich meine. It gives me the opportunity to personally welcome visitors to my domain. It also helps to establish an understanding in advance, so that there are no unfortunate accidents while they are in town. Mhm, accidents. Stehen die Großbuchstaben in Lagrange nicht für L.A. Was? Ein schwieriges Rätsel ist das. Old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Das Kind hier lauscht. What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie. And this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Ja, ich soll zum Internetcafé gehen und den Aufenthaltsort herausfinden und ihn den Film bringen? Ein Film? Okay. Bin ihr Briefträger. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Nein, es ist nicht, wenn es wirklich nur das ist. Okay, ich werde verschwinden.
und wieder auftauchen mit dem Gegenstand in meiner Hand und dann werden meine Fragen beantwortet. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Du hast ein bisschen was von einem Bantu. Wahrscheinlich bist du ein Bantu. Wenn du, weil du Anarch bist, heißt das nicht, dass du kein Bantu sein kannst. Kein Wunder, dass Lacroix sagt, du bist was Gesitteter. Derselbe Clan. Dieselbe hochnäsige Art. Du hast Glück, dass ich gerade voll bin. Noch nicht. Wir kümmern uns erstmal um unsere Aufträge. Oh mein Gott, ist das du? Everyone was worried sick about you. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? You know what? Never mind. We have to help you. Dein Kopf sieht aus, als sollte er nicht auf deinen Schultern sitzen irgendwie. Was? Jetzt weißt du, was vergisst? Also wir müssen dir helfen. Was? So glaub mir, der Wahnsinn ist mir bekannt. Hilf dir selbst, geh fort von hier. Is it drugs? Something like that? Look, let me make a call. We'll get you some help. Nobody's judging you, but be happy to know you're alive. Was? It's me, Samantha. Don't you? Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is they know that you're alive. Telefonieren sollten wir sie wahrscheinlich nicht lassen. Wenn da die ganzen Leute von mir auftauchen, wird das doch total der Maskeradebruch. Ich besuche diese Stadt zum ersten Mal. Ich habe noch keinen Einheimischen kennengelernt. Come on, this is serious. I know it's you. Don't you recognize me? It's me, it's Samantha. What happened to you? Boah, bitte sag mir, dass ich dagegen irgendwas tun kann, dass sie jetzt anruft. Diese Männer, das ist nicht, wen du eins kanntest, was? Welcher Künstler hat diesen Witz komponiert? Weiß es nicht. Sie darf nur nicht telefonieren. So zu tun, als ob es kein Spiel, an dem du teilnehmen solltest, was? Das verstehe ich selbst hier nicht mal. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Ja. Sorry. Boah. My mistake. Alles klar. Es tut mir leid. Wahrscheinlich kannten wir uns wirklich, aber hier die Leute anzurufen und Maskeradebruch und überhaupt nicht gut. So, ich wollte in das Internetcafé. Da. Internetcafé and Gaming Center. Da fühlt man sich doch gleich zu Hause. Mir tut das Mädel jetzt schon leid. Auch wenn sie wirklich aussah, als hätte man ihren Kopf da irgendwie drauf gefotoshoppt. Keine Ahnung, ob das schon stimmt. Wonach soll ich Ausschau halten? Nach irgendeinen Joseph. Stöhn mir nicht so ins Gesicht. Ins Gesicht, in die Ohren. Wir haben 4 E-Mails, dafür noch 4 ungelesen.
Ich versuche es jetzt einfach bei jedem PC oder wie. Regel dich ein bisschen. Woran kann ich es erkennen? Personal only. Da? Cyberspace Leitwand für Cowboys von Case. Mindestens 8. Vampire brauchen vielleicht keine Brille, aber sie brauchen auf jeden Fall das Buch Phonetic für Dummies. Das kann ich auch nicht lesen. Ich habe doch extra meine Recherche geskillt. Ich kann trotzdem noch nichts damit machen. Anwendungen. Ach, was sind Anwendungen? Hier. Okay, Zugriff verweigert. Kontostand $56. Um ihr Konto neu aufzuladen, sprechen Sie mit einem Mitarbeiter von Ground Zero. E-Mail. Kopfkorn. Triff mich in der Gasse hinter dem Fass. Fuck. Viruswarnung. Ja, gut. Das hatten wir ja schon. Noob Camper. Ja. Das können sich mal ein paar so hinter die Ohren schreiben. Noob Camper. Campen ist nichts Gutes, außer, naja, manchmal strategisches Campen. Wobei strategisches Warten würde ich das eher nennen. Das ist in Ordnung. Strategisches Warten. Taktik. Aber kein Campen. Hinter dem Fastback. Ich will nicht getötet werden. Wo ist denn das Fastback? Ich kenne mich hier nicht mal aus. Hier! Was ist überhaupt das Fastback? Ich dachte, es wäre ein Fastfood irgendwie, aber das scheint nicht nach einem Fastfood auszusehen. Schätze, dass du derjenige bist, welcher? Ja? What do you want? Der Blutbaron schickt seinen Bauern aus, um das furchtbare Band in seinen Besitz zu bringen. What? Bloodbaron? What the hell? Who are you? Didn't Isaac send... Damn. You must have the wrong guy. I don't know what you're talking about. Aha, dann... Darum weißt du auch, dass ich von Isaac komme, hm? Die Schatten ziehen sich bei dir zusammen, kleiner Bote. Sag mir, was du fürchtest. Alright. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Was ist das für ein perverser Film? Enthülle mir dein Geheimnis, kleiner Bote. I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. But this thing... It's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. Okay, auf was für abartige Dinge steht dein Herr? Ich sehe Zähne und Schrecken, ein Mädchen verloren im Blutsturm. Was? Entledige dich diesen Fluch und begib mir diesen Horror. Ich habe es. Ich stashed it someplace. Look, you need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Ich muss Ginger Swan finden. I'm getting the fuck out of here.
Okay. Was? Ist der in den Untergrund gehüpft? Okay, was ist mit Ginger Swan? Sie hat Isaac Curiel getroffen, der ein wenig verängstigt war. Ja, nur ein wenig. Er hat ihnen gesagt, er habe das Video sicher versteckt, aber ihr einziger Hinweis sind die Worte Ginger Swan. Na toll, Ginger Swans. Was soll ich denn nur mit Ginger Swans anfangen? Ansonsten klettere ich dir gleich hinterher in den Gully. Ginger Swans finden. Noch mehr Hinweise bekomme ich nicht. Ah, es ist eine Disco. Hallo, meine Lady. Lass mich durch. Wieso komme ich da nicht rum? Mit wem kann ich hier sprechen? Do I know you? Jetzt ja. Keep going. Okay, sie scheint zumindest auf Frauen irgendwie zu stehen, anders als die in Downtown. Baby, ich will dich wahnsinnig machen. Waschen, schleudern, wiederholen. Aha. Also, den Spruch sollte man wirklich mal in eine Disco verwenden, um eine Frau anzusprechen. Wer das überlebt, ohne eine geklatscht zu bekommen? Respekt. Aren't you cute? Except replace cute with absolutely repulsive. Oh, danke. Hey, ich habe Erscheinungsbild 3, was willst du mehr? Und Verführung 6? Wo ist dein Problem? Charisma? Fehlt mir Charisma? Do I know you? Oh, I think I like you already. Mhm. Sind alles jetzt nicht so geile Antworten? Oh, you're the type of man every woman wants. To get hit by a train. Mann wie dich. Aha, ich bin eine Frau. Natürlich haben wir hier schon mal ein Problem, mal wieder. Wieso stehen hier alle Frauen nur auf Männer? Finde ich sehr sexistisch. Und intolerant vom Spiel. Und ich nehme hier mal die Uhr mit. Dafür. Wer bist du denn? Du wirkst hier sehr fehl am Platz, mein Lieber. Wahrscheinlich ein Quetschen. Du redest nicht mit mir. Dann bleibe ich halt bei Jeanette. Die ist sowieso die Tollste. An die kommst du sowieso nicht ran. Okay, erkunden wir mal ein bisschen den Rest der Stadt. Swans. Wer soll das sein? Und wie soll ich herausfinden, wer das ist? Artefakt gestohlen. Sarkophag von Ankara aus Museum gestohlen. Ja, das haben wir als erste Reihe mitbekommen. Hätte ich vielleicht wirklich in den Gully springen sollen.
Weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Speichern. Immer wenn ich unsicher bin, wo ich bin, ob ich hier richtig bin, wird erstmal gespeichert. Piep. Aha. Ja, auf dem Klo würde ich definitiv mich nicht zumindest draufsetzen. Was da an Dingen wohl schon sein könnten. Entleert. Ah, ja. Ich bin zum Glück satt, mein Lieber. Sonst hätte es heute einen erregten Mann gegeben. Hier gibt's Filme, vielleicht weiß der Kerl irgendwas. Hey, ihr Hotpants. Ah, der Pornoprinz. Prince of Porn? Yeah. Flynn, the Prince of Porn, the Senator of Smut, the Duke of Depravity. I like you, honey. You're a little weird, but hey, this is Hollywood. But the name's Flynn. I'm the proprietor of this here establishment. Anything you want, you can get at the sin bin. Depraved ain't a four-letter word here. You know what I'm talking about? Toll, der Pornoprinz mag mich, aber sonst keiner. Du musst deine grauen Zellen durchwühlen. Yeah? What do you want to know? Ich suche Ginger Swan. Ginger Swan? No, name doesn't ring a bell. But I've got plenty of videos by Ginger Twister. Man, the things that girl can do. I got a new one called Confessions of a High School Yoga Instructor. Man, I wish my gym classes were like that. Ja, klingt jetzt nicht so mega kreativ, Schul-Yoga-Lehrerin. Yeah? What do you want to know? Erzähl mir das Märchen der Zelluloidstadt. Hollywood. What do you want to know about it? Erzähl mir von den Sehenswürdigkeiten. Which ones? Was, Vesuvius? Den Feuerberg? We got all you need right here, but if you like, second-rate smut, head up the street to Vesuvius. One of the strippers actually owns the place. You should see the rack of lamb on that one. Okay. Which ones? Noch ein bisschen was über die Schlangengrube. The Asspole. It's just across the street. Some uptight Hollywood club where the drinks cost too much and the girls put out too little. Which ain't bad for me. Most of the drunk, horny assholes come straight to my place after last call. Sicher eine sehr angenehme Klientel. Naja, zumindest lassen sie Geld da. Ich bin schon wieder entschwunden. Pornoprinz. Ginger Swan. Wie kriege ich denn etwas über Ginger Swan raus? Soll ich vielleicht wirklich in den Abgrund hüpfen? Oder vielleicht weiß die Spirerin ein bisschen mehr? Ich meine, hier ist es zumindest nicht so unübersichtlich wie in Downtown. Es ist nur eine Straße. Das geht schon klar. Hier bin ich aber nicht korrekt. Also ich suche jetzt gerade die Stripperin. Dance Bunny Fever? Dance Bunny Fever. Ich zeig dir den richtigen Hasen.
So oder so in der Art. Im Lucky, kann das sein? Hey, honey, looking for a date? Nein, ich dachte nur, du wärst vielleicht die Besitzerin des Ladens. Was ist das denn? Wer bist du? Sorry, no vacancies. Mir fallen nur so ein paar Sachen auf, wie zum Beispiel ein Mann wie sie, der mit mir redet. Yeah, you do that. Oh, er hat aufgehört. Ich bleibe einfach hier und warte darauf, ob er womöglich noch was sagt. What? Das solltest du nicht tun. Ich wollte eigentlich nur nach dem Feuer schauen. Romantisch. Und tödlich. Also ich glaube, ich sollte hier später noch einmal vorbeischauen. Wie finde ich Ginger's Mom? Das kann jetzt doch nicht so schwer sein. Vielleicht habe ich wirklich mal in den Gully. Das war definitiv auch nicht das Etablissement.